So, also du hast jetzt den Christoph in der Leitung. Versuch mal. Hallo, Herr Hörstel, können Sie mich hören? Herr Hörstel? Ja, ja, Alter, ich kann es hören. Ja, ich kann Sie hören. Wunderschön, ich bin so glücklich, dass ich Sie höre. Hören Sie das? Juhu! Ich weiß, Ihre Zeit ist knapp. Ja, ich höre das, das ist ja wunderbar. Können die Leute mich schon hören? Ja, sogar von hier aus bis um die Ecke. Jetzt müssen Sie sich Schallreflexion vorstellen. Von hier aus bis zum Hügel am Paul-Löbe-Haus, ja. Die ganze Antifa-Mob und linkswärts reflektiert hört uns auch sogar die Pegi da. Sie können hier sagen, ja, was Sie wollen. Bei uns ist Freiheit angesagt. Ja. Okay, soll ich anfangen? Gerne. Gerne, gerne. Hallo zusammen. Ich melde mich aus Bandar Abbas. Das ist der Regionalflughafen im Südiran, im Kurdengebiet, der gegenüber von Dubai liegt, am Persischen Golf, an dieser Meeresenge, die ja zum größten Teil iranisches Hoheitsgewässer ist, durch das die amerikanische und andere Flotten gewohnheitsmäßig natürlich einfach durchfahren. Ich bin Christoph Hörstel, ich bin zurzeit für die nächsten 14 Tage etwa im Iran und ich begleite in den nächsten 10, 12 Tagen ein Hilfsschiff des iranischen Roten Halbmonds, das ist das Pendant, das ist das, was in Deutschland das Rote Kreuz ist, für den Jemen, für die notleidende Bevölkerung im Jemen mit Hilfsgütern. Und dieses ist ein ziemliches Unterfangen, weil die Saudis diesen Transport gerne blockieren möchten. Und jetzt erzähle ich euch eine kurze Geschichte, die ich gerade gehört habe vom Leiter der Mission. Ich werde das auch aufschreiben heute Abend, auf Facebook posten oder auf meiner Website, wenn es geht. Das ist Ali Reza Tahami. Ich habe neben ihm im Flugzeug gesessen. Die Bilder kommen nachher auf Facebook. Und wie gesagt, wenn es geht, auch auf meiner Website. Christoph Hörstel, Christoph-Hörstel mit Ö.de, ja. Und Facebook, ganz einfach Facebook googeln und Christoph Hörstel obendrauf mit OE dann allerdings und dann wird es klappen. So, jetzt kommt die Geschichte. Diese Geschichte ist vor genau einer Woche passiert, am Freitag vor einer Woche. Nachmittags um 16 Uhr fliegt ein Airbus 310 der iranischen nationalen Luftlinie, geschartert vom iranischen Roten Halbmond Richtung Sana'a, das ist die Hauptstadt vom Jemen, Richtung Hauptstadtflughafen, hat 11 Tonnen medizinische Güter an Bord, vor allen Dingen Medikamente, dringend benötigte Medikamente. Und eine halbe Stunde vor Sana'a kommen zwei saudische Kampfjäger und versuchen, das Flugzeug abzudrängen und zum Umkehren zu bewegen. Und jetzt beginnt ein halbstündiger Krimi in der Luft, der seinesgleichen sucht. Wohlgemerkt, es handelt sich um einen mit dem Genfer Internationalen Roten Kreuz, IKRK, ja, auf Englisch ICRC, abgesprochenen Hilfsgütertransport für die Bevölkerung. Die saudischen Kampfjäger nehmen den Airbus, eine umgebaute Linienmaschine sozusagen, in die Zange. Und zwar ein Jet fliegt direkt unter der Maschine, wenige Meter, fast auf Tuchfühlung, um das Flugzeug daran zu hindern, in den Landeanflug überzugehen. Und der andere Jet ist links an der Tragfläche und rechts an der Tragfläche und wendet hin und her und versucht, den Piloten nervös zu machen. Der Pilot ist aber ziemlich cool und er drückt den Jäger unter seiner Maschine langsam nach unten und beginnt trotzdem mit dem Landeanflug und immerzu schaukeln die beiden Maschinen um eine Berührung mit den Leitwerken umeinander. Und dann passiert es, die Saudis geben auf. Sie wissen, sie können diesen Jet nicht stoppen. Und was machen sie? Sie bombardieren den Flughafen Sana'a, damit benötigte Hilfsgüter nicht angelandet werden können. Daraufhin dreht die Maschine nach Rücksprache mit dem Tower, mit der Flugleitung in Sana'a ab und sagt, okay, wir werden nicht landen können, dann hat es keinen Sinn, dass wir weiterfliegen. Daraufhin sind sie einige Minuten schon auf dem Rückweg in den Iran. Da kommt ein Funkspruch aus Sana'a. Ihr könnt trotzdem landen, wenn ihr ein bisschen aufpasst. Jungs, kommt rüber, landet das Zeug hier an. Die Landebahn ist noch halbwegs okay. Daraufhin drehen die Iraner wieder um mit der Maschine, fliegen wieder Richtung Sana'a, jemenitische Hauptstadt. Und dann kommen die saudischen Jäger wieder. Wieder gelingt es nicht, die iranische Maschine zu blockieren. Daraufhin bombardiert die saudische Luftwaffe zum zweiten Mal den jemenitischen Flughafen. Dies alles ist natürlich
völlig außerhalb jedes Völkerrechts und humanitäres Recht und so weiter. Und dann tatsächlich meldet der Tower von Sana'a, okay, tut uns leid, liebe iranische Freunde, ihr müsst nach Hause fliegen. Die Landebahn ist jetzt endgültig zerstört, ihr habt keine Chance mehr, eure Hilfsgüter anzulanden, dann dreht die Maschine um. Und das ist der Hintergrund, warum jetzt ein Schiff gechartert wurde, das übrigens auch schon Hilfsgüter für den Gazastreifen, für die Palästinenser an Bord hatte, und jetzt eben morgen in See stechen wird, um an einem Hafen nördlich von Aden anzulanden. Tut mir leid, diesen Namen konnte ich mir nicht merken, den werde ich aufschreiben, das ist ein bisschen was Komplizierteres. Ich schaue mal eben, ob ich das halbwegs klar hier aus meinem Notizbuch rauskriege. Und da wird es dann darauf ankommen, im Prinzip, ob die Saudis jetzt auch versuchen, dieses Schiff zu blockieren. Und da kann man sich natürlich so einige Sachen vorstellen, die da möglich wären. Zum Beispiel eben, dass man sagt, man bedrängt es mit Schiffen, man wirft Wasserbomben ab, man lässt Minen in die Nähe treiben, alle möglichen sehr unangenehmen Dinge sind da möglich. Und das natürlich ist nicht so besonders erfreulich, das ist keine Frage. Also, der Hafen heißt Hudaydah. Der Hafen Hudaydah, ein kleiner Hafen, eben der Hafen ist in der Hand von Al-Qaida, sagt die Iraner. Da können sie das Zeug nicht anliefern, ohne dass es in die Hand von Terroristen fällt. Das ist nicht unbedingt der Spaß von Teheran und den iranischen Steuerzahlern. Und natürlich wäre das nicht im Sinne der notleidenden Bevölkerung, die davon dann nichts mehr sehen würde. Und das ist jetzt das Thema, wird dieses Schiff abgedrängt werden? Hier sind vier westliche Journalisten, zwei Amerikaner, ein Franzose, ein Schwarzer, der für Russia Today arbeitet. Gott sei Dank sind die an Bord. Press TV ist dabei, das iranische Fernsehen und meine Wenigkeit. Und wir schauen jetzt, ob wir die Saudis dabei beobachten können, wie sie erneut unter Bruch jeden Rechts einen humanitären Schifftransport mit 300 Tonnen aller möglichen benötigten Güter, ich habe eine ganze Güterliste, die ich veröffentlicht werde, gerade bekommen, wieder blockieren werden. Das ist interessant zu sehen. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, durchzubrechen. Und das wird in den nächsten 14 Tagen passieren. Und ich werde täglich berichten, was da los ist. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil im Prinzip die amerikanischen Verbündeten Saudi-Arabien und etliche andere Länder völkerrechtswidrig ohne ein Okay des NATO, des UN-Sicherheitsrates, ja, NATO-Sicherheitsrat stimmt eigentlich, denn dieser Sicherheitsrat wird von NATO-Ländern beherrscht tatsächlich. Es steht 3-2 im Sicherheitsrat, da sind, wie wir wissen, Amerikaner, Briten, Franzosen und auf der anderen Seite Chinesen und Russen. Und dieser Sicherheitsrat hat natürlich kein Okay geben können, weil die Chinesen und Russen Nein gesagt hätten. Also ist das ganz klar rechtswidrig, was die Saudis hier treiben. Trotzdem werden sie natürlich vollkommen vom amerikanischen Militär unterstützt. Windelweiche Erklärung gibt es von der EU. Und was heißt das? Während wir für den Frieden demonstrieren am 8. und 9. Mai, in diesen Tagen gedenken an die schrecklichen Opfer des Zweiten Weltkrieges, starten unsere wichtigsten Verbündeten in der NATO, die USA, woanders, in einer Region, wo wir nicht hingucken, weil die Medien, gegen die wir gestern auch demonstriert haben, einfach weggucken und fast gar nichts mehr berichten, einen neuen Krieg, einen Krieg gegen Menschen, denn hauptsächlich mit großem Abstand werden hier Zivilisten getroffen, die medizinische Infrastruktur ist kaputt, der Flughafen Sana'a kaputt, andere Flughäfen kaputt und wie gesagt, Hilfstransporte werden behindert und das zum Zeitpunkt dieses Gedenkens. Aber wen boykottiert der Westen bei seinem Gedenken am 9. Mai, das ist die NATO und sie blockiert und boykottiert Russland. Russland, das sich an sowas gar nicht beteiligt. Das ist schon vollkommen pervers. Das ist nur möglich mit Hilfe verlogener NATO-Regierungen und mit Hilfe restlos verlogener Medien, wo man nicht mehr vom Journalismus sprechen kann. Das ist einfach pure Desinformationspropaganda. Soweit mein Bericht im Moment aus Bandar Abbas im Süden des Iran, kurz vor Abfahrt unseres Hilfsschiffes für Jemen. Ja, danke. Danke. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute, dass ihr ja von meiner Seite aus. Ja? Danke. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, toll, dass ihr da auf der Straße seid. Toll, dass wir dieses Austausch. Oh, warte mal, stopp, Tontechnik hoch damit. Entschuldigung, aber die Leute da drüben müssen das hören, die hier vorbeimarschieren. Sie müssen es sehen, diese Szenerie, die ich Ihnen versuche zu beschreiben. Okay. Wir sind hier abgeschoben an eine Sackgasse.
Ja, sie hören, also die hören uns da drüben. Wir haben so laut aufdrehen dürfen. Wir haben keine Beschränkungen in der Tontechnik. Wir dürfen von hier aus Schall reflektieren zum Hügel und wieder links auf dem Washingtonplatz. Die hören uns alle. Tausende von Leuten hören uns da. Okay, habt ihr aufgedreht? Ja. Ich sage, wir müssen sie erreichen, weil sie sagen, ja, sie können loslegen. Okay, dann sage ich, toll, dass ihr da seid, toll, dass ihr demonstrieren geht. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. Könnten wir diese Informationen so nicht weitergeben. Direkt an euch, das ist toll, ganz super. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ich habe euch mit dieser Geschichte erzählen können, von welcher gottversuchten Art von Politik wir geleitet werden. Das ist unfassbar und das ist auch nicht mehr mitzumachen. Und protestiert dagegen, schreit euch die Luft aus dem Leib und ihr werdet von mir nicht jeden Tag etwas hören in den nächsten 14 Tagen. Alles Gute euch. Vielen Dank. Yo, yo, yo! Ja. Danke, danke auch von aus Österreich, OpenTalk war mit dazu geschaltet mit 3 Livestreams. Grüße auch von gestern, wir haben sehr viele positive Reaktionen von den Livestreams aus Österreich und Bayern bekommen. Die haben das alles mitgehört, Aufzeichnung haben wir auch. Wenn sie wollen, können sie von mir auch später eine Aufzeichnung bekommen. Ja, bitte, bitte einfach sofort an meine 3 E-Mail-Adressen und mir eine SMS schicken, wenn es losgeschickt ist. Jawohl. Ich brauche beide. Jawohl, wir donnern es wieder raus, na klar. Ich brauche die Volldateien. Sofort. Okay. Kriegen das, sobald ich wieder in München bin, stelle ich Ihnen die Datei zur Verfügung. Alles klar, danke. Ja. Super, stell ich überall online. Herzlichen Dank. Und, alles Gute. Wie sieht es denn morgen aus bei Ihnen? Gibt da eine Möglichkeit, nochmal auf der Straße was zu sagen? Ja, ich bin bereit morgen. Okay, dann telefonieren wir jetzt. Keine Frage. Wie viel Uhr wäre das morgen? Na, eher vormittags. Also ich glaube, um 12 ist was angesagt. Irgendwo zwischen 12 und 2, dass wir uns das vielleicht schaffen zuzuschalten. Ja, ich weiß noch nicht, wie das wird. Wir werden auf hoher See sein. Wir haben Übertragungstechnik da. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber wir werden uns dann irgendwie erreichen. Wir kommunizieren. Dann sage ich nochmal danke. Sagt ihr auch nochmal alle danke da? Danke! So, wir wünschen Ihnen viel, viel Glück. Kommen Sie heim, wieder grüßen. Danke auch. Grüßen Sie auch ganz doll den Iran, ja? Jawohl. Und Gottes Segen und Schutz für Sie. Danke. First Day for President. Okay. Dankeschön für euch auch. Bis dahin. Ciao, tschüss. Die Nummer aufheben, Herr Erstl. Hier können Sie morgen auch wieder anrufen. Okay. So, jetzt der...